Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Ihr habt bei mir auf dem Kanal schon ein ganz, ganz klein bisschen von der Beta damals gesehen, allerdings lief das bei mir überhaupt nicht. Und ich hatte Glück, denn der Community Manager Christian hatte das noch im Hinterkopf und hat mir deswegen jetzt die Vollversion zukommen lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Und die sollte ein bisschen besser laufen. Die wird auf jeden Fall besser laufen als die Demo. Und die Beta, es war keine Demo, es war eine Beta. Dinge, die man nicht verwechseln sollte. Auf jeden Fall, ich habe das schon mal ganz kurz angetestet, deswegen steht hier auch Fortfahren. Es läuft definitiv besser als die Beta, wenn es auch immer noch recht hardwarehungrig ist, dieses Spiel, was ein bisschen schade ist. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören und wir werden ein neues Spiel beginnen. Spieldurchgang 1. Kann ich das eigentlich überschreiben, würde ich sagen. Ja.
Gott segne. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Ja, ich sehe schon, wir sind ein ganz vorbildlicher Sohn, der in der Taverne säuft. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Und ganz gerne mal mit dem Schwert kämpft, obwohl er eigentlich nur ein Schmiedesohn ist. Schmiedessohn, Sohn des Schmieds. Okay, mithilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Witzigerweise ist es auf der linken Seite. Als ich gestern das mal kurz angetestet habe, war das auf der rechten Seite. Ich wusste gar nicht, dass das sich hier so individuell anpasst. Okay, keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Okay, das finde ich ganz nett, dass wir über Dialog ein bisschen was festlegen können. Wir können also jetzt mal gucken, was wir gestern Nacht getrieben haben. Wir unterhielten uns in der Schenke, das würde sich auf Redekunst auswirken. Ich war beim Reigen. Agilität. So sieht er aus, als würde er im Reigen tanzen. Ich war bei Bianca. Vitalität. Und ich arbeitete in der Schmiede. Stärke. Das hätte wahrscheinlich der Vater gerne, aber ich weiß nicht, ob ich das so lustig fände. Weil irgendwie scheint er ja doch so ein bisschen so gemacht zu sein, dass er das eigentlich vielleicht gar nicht so gerne mag, dieses Schmieden. Ich wähle das gerade mal mit den Pfeiltasten aus. Ich habe keine Maus. Ist normal, dass man in Dialogen keine Maus hat? Weiß nicht. Ich war natürlich bei Bianca. Ich war bei Bianca. Wir haben geredet. Geredet habt ihr? So nennst du das also, wie? Mutter, genug. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Okay, wir sind ein bisschen aufgestiegen dadurch. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Das wäre Redekunst. Matthias zeigte mir das Bogenschießen, Agilität. Das finde ich vielleicht gar nicht schlecht. Ich war bei Bianca. Das können wir auch nochmal sagen. Und wenn schon, Stärke. Ich bin dafür, dass Matthias uns Bogenschießen beigebracht hat. War das dann auch der zwielichtige Kerl, von dem sie geredet hat? Nein. Ja, okay. Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen?
Willst du ein Wilderer werden? Warum nicht? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Ach so, sehr und richtig. Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Ach komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten, um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. Ich glaube, bei dem Spiel muss man auch tatsächlich aufpassen, was man so treibt. Also, mal eben, glaube ich, in den Wald gehen und einfach wild jagen, könnte tatsächlich Probleme bereiten. Ich war jetzt nicht sicher, aber könnte ich mir jetzt vorstellen. Weil man ja, weil es ja, das Spiel ist ja ziemlich, versucht sehr realistisch zu sein. Also das ist jetzt kein Rollenspiel à la Witcher oder Skyrim, wo es Drachen gibt und Magie, sondern das ist einfach Mittelalter. Das heißt einfach auch Mittelalter, kann sehr interessant sein. Und schwierig vor allem. Und ich glaube, wir werden da sicher noch lustige Dinge erleben. Waren meine Freunde hier? Ich habe Hunger, ist Vater wütend auf mich? Brauchst du Hilfe? Ich frage mal, was mit dem Vater ist. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Lippensynchron ist es nicht, aber ich finde die Sprecher bisher sehr gut. Waren meine Freunde hier? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Mama, ich habe Hunger. Ich habe etwas auf den Tisch stehen lassen. Bedien dich. Yay. Okay. Waren meine Freunde hier? Ich will alles außen. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Okay, also der eine Typ hieß auch irgendwas mit M. Und Matthäus und Fritz sind meine Freunde. Ach, lass gut sein, Mutter. Du tust ihnen Unrecht. Sie sind keine Saufbolde. Ich will nicht darüber reden. Sie sind keine Saufbolde. Matthäus und Fritz sind keine Saufbolde. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Und wenn es mich wirklich stören würde, hätte ich es längst unterbunden. Ich war auch einmal jung, weißt du? Und dein Vater war auch nicht gerade ein Engel, als er in Kuttenberg war. Nennen wir ein Beispiel. Keineswegs war er das. Du glaubst mir nicht? Frag ihn. Das werde ich. Jetzt bist du ein Mann, Heinrich. Und es ist an der Zeit, sich wie einer zu benehmen. Gestern hast du deinem Vater versprochen, ihm in der Schmiede zu helfen. Wenn du dich ab und zu nützlich machen würdest, würde mich deine Herumtreiberei auch nicht so stören. Okay, okay. Apropos, brauchst du Hilfe? Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Ja, das haben wir verstanden. Gespräch beenden. Dann werden wir wohl als erstes dem Vater helfen. Du bewegst dich mit WASD und kannst auch Spurten umschalten und normalerweise auf dem Text ist jetzt meine Anzeige von meinem Aufnahmeprogramm. Ich glaube, es soll Springen heißen. Mit Leertaste und Gehen mit Feststelltaste. Ihr lässt dich mit der Welt interagieren. Vielleicht muss ich meine Anzeige woanders hinpacken. Aber egal, ich krieg das schon hin. Käse. Ich darf mir ja hier, ne? Sie hat ja gesagt. Käse. Äpfel. Lass alles mitgehen. Wir sehen rechts unten auch unsere Hungeranzeige. Oh, Moment, was? Linsensuppe? Warte, ich glaube, ich setze mich mal. Kann ich mich? Ich kann mich doch setzen, oder? Oh ja, da steht es ja. Wie komme ich denn besser dran? Es fühlt sich alles etwas wackelig an, finde ich. Das liegt ja wahrscheinlich an der Perspektive, an der Ego-Perspektive. Das Inventar, das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ich mag es, wenn Inventar gerade bei Rollenspielen, insbesondere bei mittelalterlichen Rollenspielen, halt so ein bisschen verziert sind und nicht ganz so kahl und einfach. Wir haben Stiefeläpfel, enge olivfarbene Beinlinge, grünes Hemd, Käse, rote Kapuze, Thronschlüssel, Türschlüssel, wahrscheinlich von unserem eigenen Haus. Okay, Spieler, Hauptstufe, Stärke. Wir haben jetzt Agilität 2, Vitalität 2, Redekunst 1. Sieht doch schon mal gut aus.
Buffs Leseplatz. Okay, weil wir sitzen wahrscheinlich. Scarlet. Das ist die Stadt hier. Okay. Pferd haben wir noch nicht. Questlogs. Unerwarteter Besuch. Endlich war das Wetter frühlingshaft geworden. Ich schlief dann noch lange, da ich bis in die Nacht hinein gefeiert hatte. Es fiel mir recht schwer, am Morgen aus dem Bett zu kriechen. Besonders er war noch nicht mal im Bett. Er war auf einer Bank. Ich muss zu Vater, immerhin habe ich ihm gestern versprochen, heute bei der Arbeit zu helfen. Ein Söldner, der kürzlich in Scarlets aufgetaucht ist, unterweist mich im Schwertkampf. Vater und Mutter dürfen nichts davon erfahren. Aha, also doch eine Schwertkampfwunde. Aus irgendeinem Grund möchten sie nicht, dass ich lerne, mich zu verteidigen. Gestern habe ich mir jedoch einen üblen Schnitt eingehandelt. Heute sind wir wieder beim Wirtshaus verabredet. Okay. Das sind unsere aktuellen Aufgaben zum Vater und zum Schwertkampftraining. Sehr gut. Karte haben wir auch. Die sieht auch sehr witzig aus, wie ich finde. Armeen, Ausländer, Begrüßungsformen. Da können wir eventuell ab und zu mal reinstöbern. Ich weiß es noch nicht. Da gibt es viel nachzulesen. Landwirtschaft. Möbel. Also wer sich auch sehr viel für Geschichte interessiert, kann sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Oh, Toiletten, was? Auf dem Land oder während des Kriegs gingen die Menschen nach draußen, um sich zu erleichtern. Okay. Tab durchschalten. Zeit überspringen. Ah, ich kann auch hier auf Zeit überspringen. Interessant. Ich möchte wieder aufstehen. Ach, Escape. Ich wollte nochmal E drücken. Ich wollte eigentlich hier noch was mitnehmen. Spring mal auf die Bank. Hill! Brötchen. Kann ich da nicht diese Linsensuppe? Ich meine, es hieß Linsen. Habe ich da nicht Linsen gelesen vorhin? Ah, jetzt. Ah. Linsensuppe. Cool. Okay, es soll erstmal reichen. Hoffe ich doch. Ich weiß nicht, wie hungrig der Kerl ist und wie schnell er hungrig wird. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Okay, so viel dazu. Vielleicht sollte ich als erstes dann mal die Suppe essen. Ich weiß halt noch nicht, 104,13 Wert, Gewicht, Zustand, ach so, Gesundheit, Anzahl, Ausrüstung. Ich weiß nicht, wie viel eine Linsensuppe sozusagen bringt. Weil man, ich habe das gelesen, nämlich auch aufpassen muss, dass man sich nicht überisst. Was ich auch ganz witzig finde. Vorratskammer. Pastinaken oder was? Noch mehr Käse. Also wenn wir noch Hunger haben, können wir noch hier reingehen. Also seine holprige Gangart könnte bei mir, glaube ich, leider ein bisschen Probleme verursachen. Ich muss aufpassen, wie ich mich dass ich mich sehr ruhig bewege in dem Spiel. Wegen Motion Sickness. Leider. So, das ist unser kleines Dorf. Sieht alles sehr hübsch aus. Oh, aus dem Topf essen. Oh, jetzt bin ich aber doch bestimmt richtig satt. In Topf geben. Ich kann was reingeben? Nö, ich glaube, das muss ich nicht momentan, ne? In Topf übergeben wäre schlecht. Haben wir auch Blumen pflücken? Nein, es ist kein Blumenpflückspiel. Erstmal die Umgebung in uns aufnehmen und alles anschauen. Ihr kennt das, ich bin ein bisschen langsamer im Vorankommen bei solchen Spielen. Oder beziehungsweise ich versuche einen guten Mittelweg zu finden zwischen Quests machen und auch einfach mal Landschaft erkunden. Du hast einen Schleifstein entdeckt. Ach so, hier ist ja auch die Schmiede. Und Holz. Da ist der Schleifstein. Okay, komme ich da durch? Ich bin zu fett. Hallo, Vater. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Nee, ich habe gepennt. Überzeugen.
Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deiner Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enorm Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Das finde ich sehr krass. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffe und Ausrüstung eine Rolle. Aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken deiner Kleidung. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Heinrich so gefährlich ist. Noch nicht zumindest. Vielleicht gucken wir, dass wir eher einen sauberen Eindruck machen momentan. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen, du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln, sie handeln im Falschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten von Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Okay. Zweite Seite. Ach du meine Güte. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten. Einen zähen Raufbold schüchterst du nicht so leicht ein. Okay, das macht ja Sinn. Und ebenso schwer ist es, einen Adligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrichs Fertigkeiten mit denen seines Gegenübers verglichen werden. Die Werte der verschiedenen Fertigkeiten findest du unter den entsprechenden Symbolen. Du kannst stets deine eigenen Fertigkeiten sehen. Die Fertigkeiten deines Gegenübers sind für dich nur sichtbar, wenn du jemanden gut kennst oder Menschen gut einschätzen kannst. Spezialisierung Empathie. Dein Geld, der Betrag, den du zahlen musst. Gesamtstufe, Redekunst, Gesamtstufe, Charisma, Gesamtstärke. Redekunst, Charisma, Stärke. Okay. Da unten sehen wir das Beispiel dann. Es geht nicht nur um Werte, die Aussagen. Der Ausgang einer Situation wird auch von anderen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel von deinem Ruf, ob du blutest oder ob du schmutzig bist. Bist du etwa der flinke Zunge eines Händlers beim Verhandeln nicht gewachsen, könntest du ihm erst leicht vergiften, weil er dann einfach zu überzeugen ist. Okay. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinen Kameraden weggelockt hast. Uiuiui. So, Heinrich. Redekunst 1, Charisma 7, Stärke 2. Vater wissen wir nicht. Ich würde dann aber mal sagen, verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Das probieren wir jetzt mal. Wir haben immer 7. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Ja, komisch. Heinrich, ja, dann wirst du endlich zur Vernunft kommen. Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Okay. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit Redekunst gewinnst du Freunde, als unauffällige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen und wenn du die Dinge lieber direkt angehst, kannst auch Gewalt eine Lösung sein. Und wir haben dazu dann auch neue Codex-Einträge. So, Questlog. Jetzt haben wir einiges. Kohle, Geld, also Schulden eintreiben, dann die Kohle holen. Wir brauchen noch eine Parierstange und Bier aus dem Wirtshaus. Und was wir auch brauchen werden, ist Schnaps.
Denn ich kann in diesem Spiel nur speichern, wenn ich Schnaps habe. Ja, auf dem ersten Blick vielleicht eine lustige Idee. Wenn man allerdings Let's Player ist und nur einen begrenzten Platz auf seiner Festplatte hat und manchmal sehr schnell speichern muss, um die Aufnahme nicht zu verlieren. Nicht so gut. Nicht so gut. Bin ich kein Fan von, muss ich zugeben. Bisher eine, eigentlich so, bisher die erste Sache, die mir auffällt, die mir bei dem Spiel nicht so gefällt, und dass das Pferd gerade keine Feldtextur mehr hat. Was ist denn mit dir passiert? Ja, aber ich glaube, dafür gibt es tatsächlich schon einen Mod, den werde ich mir eventuell dann besorgen, falls es bei mir Probleme gibt mit dem Speichern. Weil ihr kennt das ja. Wie oft habe ich in meinen Aufnahmen schon gesagt, sorry, dass die letzte Aufnahme unterbrochen wurde, weil meine Festplatte war voll. Wenn du da nicht speichern kannst, ist sehr blöd. Dann musst du alles nochmal spielen. Bei der nächsten Aufnahme. Alle Informationen über die Quest findest du im Questlog. Für zusätzliche Übersichtlichkeit werden sie auf der Karte angezeigt. Tada! Okay, Parierstange sollen wir aber, glaube ich, erst am Schluss machen. Vielleicht brauchen wir da noch ein bisschen mehr Erfahrung für. Das heißt, ich kaufe jetzt erstmal... Nee, ich kann auch keinen Sack Kohle kaufen. Ich muss erst das Geld eintreiben. Und ich hoffe, beim Wirtshaus gibt es halt dann auch... Schnaps. Okay, ich muss erstmal zum Kunesch. Ich glaube, das ist sinnvoll. Bisschen rumspringen. Unsere gelbe Anzeige unten ist übrigens Ausdauer, also ich kann auch rennen. Aber dann wird die weniger, wie ihr seht. Darf ich da rein? Du bist in einem privaten Bereich. Die Leute mögen es nicht, wenn du wohin gehst. Oder nicht hingehen sollst, wenn du ihre Häuser betrittst. Warnen sie dich zuerst nur, aber wenn du zum Beispiel im Wachhäuschen einer Burg erwischt wirst, werden die Wachen sofort versuchen, dich festzunehmen. Okay, hier sind sie nur so. Nö, finde ich jetzt nicht so geil, dass du hier rumstöberst, aber. Ist ja kein Wachhaus. Hier gibt es aber auch nicht viel, was? Außer kaputte Gegenstände. Vielleicht wohnt hier ein sehr armer Mensch. Der hat nur eine Kochstelle und eine Kerze. Das ist sehr traurig. Ich gehe weiter. Ein Huhn! Evil Chicken. Kann ich das Huhn boxen? Kann ich jetzt... Irgendwas habe ich geboxt. Es lebt noch, alles gut. Ich kann mich ducken, okay. Ob du gesehen wirst, hängt vom Licht deiner Haltung und deiner Kleidung ab. Vom Licht, von der Haltung, von meiner Kleidung. Okay. Ich habe jetzt gar nicht alles gelesen. Kann ich das irgendwie fangen lassen oder so? Wie ging das denn eben mit dem Boxen? Ich bin zu blöd, einen Huhn zu fangen. Ich habe doch schon bald wieder Hunger. Mal einen Huhn braten. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich zu viel renne. Ich weiß nämlich nicht, was das noch alles kostet. Vielleicht werde ich da noch schneller hungrig oder sowas. Man weiß ja nicht. Ich gehöre zu den Leuten, die sich nicht alles über das Spiel vorher durchlesen, sondern einfach erkunden und entdecken. Deswegen weiß ich nicht, was hier alles passieren kann. Ich habe einen Händler gefunden. Schloss knacken. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Krämer. Ah. Johanniskraut. Minze. Oh, da können wir Beruhigungsmittel und ein Minztee herstellen. Ist Glück gut. Und Gesundheit, Heinrich. Danke. Du bist... Woran erkenne ich eigentlich, wer Bianca ist? Heinrich, schön, dass du da bist. Hi. Händlerin. Du hast Brezeln. Lass uns handeln. Ich muss mir nicht mal das Handelmenü ansehen. Verkaufen. Augentrost. Billiger Wein. Birne. Du hast keinen Schnaps, was?
Eine braune Steppjacke. Mit mir ich irgendwann so, dass die Rüstung eher ausgerüstet. Anzahl, Gesundheit, Zustand, Gewicht. Ich weiß nicht, wo sowas wie Rüstungswert und so stehen würde. Die sieht gut aus. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen unscharf, aber... Brötchen, Distel, edler Wein, Fackel, Forelle, Gegenmittel... Oh, getrocknete Pilze. So, ja, alles klar. Hasenfleisch. Honig, Holzkohle, Johanniskraut, Kamillkarotte. Was alles gibt. Schnaps, her damit. Wie viel, warte mal. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Wo ist denn mein Geld? Dein Ruf 94, Vermögen des Händlers 80. Kaufe ich mit Ruf? Was? Dein Vermögen 0. Nee, ich habe gar nichts, was? Gerade sagen. Gesamtes Geld 0. Nein. Ich habe kein Geld. Ich wollte gerade sagen. Es gibt ja auch Spiele, wo man mit so wie Ruben mit Ruf handeln kann, tatsächlich. Das geht hier natürlich leider nicht. Wie viel kostet denn der Schnaps? Moment. 70. Ich verkaufe alles, was ich besitze. Und würde es trotzdem nicht schaffen, auf 70 zu kommen. Nein! Das könnte noch problematisch werden. Okay. Ich werde an der Stelle aber die Aufnahme mal beenden. Wir machen mal eine kleine Pause und beim nächsten Mal geht's weiter und dann werden wir Geld eintreiben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.